Okay. Also, mein Name ist Carsten Zasen-Fischer, wie Julia gerade schon kurz vorgestellt. Ich habe mit dem Thema Energie und Technik eigentlich so nichts zu tun beruflich. Ich bin im Medizinbereich tätig. Also ich habe in den letzten Jahren mich immer mehr aus meinen hobbytechnischen Gründen damit beschäftigt, habe also nicht wie viele andere doch beruflich damit zu tun. Oft sind es ja doch Elektriker oder doch Leute, die irgendwo da beheimatet sind. Also war einfach ein gesundes Interesse. Es hat ein bisschen begonnen, ganz am Anfang mit einer Solar-Technik-Anlage, mit PV-Anlage, also Photovoltaikanlage. Dann kam es vor 2012 in Richtung Elektromobilität, wo ich mich damals mit beschäftigt habe. Über die W100 auch letztlich ist das auch gegangen. Ich weiß gar nicht, wann war die, diese Großveranstaltung eigentlich? 2012. 12, ne? Ja, auch 2012, genau. Also schon wieder, ja, schon über 2 Jahre her, ne? Gut, lange ist das alles noch nicht, aber trotzdem gefühlt ist das alles schon wieder der Zeit lang her und gut. Ich kann nur erzählen, mal gerade, worum es überhaupt mit mir geht. Also im Prinzip die persönliche Energiewende in meiner Kleinfamilie. Kleinfamilie heißt in diesem Fall 2 Erwachsene und ein Kleinkind. Und wir wohnen in Dürn in einem Einfamilienhaus, was wir gebraucht gekauft haben, was Baujahr 1994 war, oder 1994 ist. Bei 200 Quadratmetern Wohnfläche, nicht klein, aber auch nicht besonders groß. Und vor allen Dingen ist es relativ schwierig zu dämmen. Wenn man immer schaut, ist das alles eine Holzständerbauweise mit Bruchklinker außen, also ganz schön gemacht. Man kann aber leider kaum was ändern. Auch dieser ganze Wintergarten ist alles aus der Zeit 1994. Natürlich hat man da so ein bisschen Problem, weil man diese Dämmungen ja wohl machen kann, aber bei so einem Haus wäre das fast ein Neubau. Also man muss irgendwo damit arbeiten, was man hat. Und ich habe das versucht, so ein bisschen ja, für meine Zwecke, fürs Private so umzusetzen. Begonnen hatte das Ganze, ich fange das ja an, damals mit Solar-Technik-Anlage, das habe ich schnell gesehen, das war 2008. Jetzt ist es ein Ergebnis, was man jetzt hier heute sieht, eine Mischung aus Solar-Technik und Photovoltaikanlage. Das Ziel der ganzen Aktion war im Prinzip, alle Teilbereiche abzudecken. Also nicht nur den Strom, also die Photovoltaikanlage, nicht nur die Wärme, die natürlich Teil der Solartechnik ist, sondern auch die Mobilität. Und alles unter einen Hut zu bringen mit einem hohen Autarkiegrad. Das heißt, ich möchte möglichst wenig Strom von außen beziehen, ich möchte möglichst alles selber verbrauchen, was ich produziere. Und trotzdem war die Prämisse, ich konnte meiner Frau nicht zumuten, ja, den Komfort außen vor zu lassen. Das heißt, es sollte jetzt nicht ständig heißen, ja, jetzt bitte schön, jetzt darfst du nicht den Herd benutzen, weil die Photovoltaikanlage nicht in Betrieb ist oder ich muss jetzt hier alle Räume kalt halten, weil jetzt haben wir gerade keine Energie zum Heizen. Also es sollte möglichst eigentlich alles so bleiben, wie es ist. Kleine Einschränkungen, dass man das Auto anstecken muss und nicht nur in die Garage fährt, das sollte man sicherlich akzeptieren und dass man vielleicht auch achtet, dass man natürlich das Licht aus dem Keller raus. Das sind ganz banale Dinge, die sollte man natürlich einhalten. Aber das war wichtig, dass man jetzt nicht anfängt zu sagen, ja, man darf jetzt nicht mehr duschen morgens, weil morgens das Wasser sonst kalt ist. Und es sollte kein komplexer Umbau des Hauses oder des Gartens werden. Das heißt, ich wollte keine Erdsonde oder Flächensonden einbauen lassen in meinem vorhandenen Garten. Ich wollte keine Wärmepumpe draußen stehen haben, die Geräusche macht oder ähnliches. Oder auch im Äußeren des Hauses wollte ich nicht ändern. Da ging es dann halt in die Richtung Mischung aus verschiedenen Techniken. Man sieht jetzt hier die Solartechnikanlage, das war der Anfang, die mit einer Brennwerttechnik damals kombiniert worden ist. Die Solar- und Photovoltaikanlage kam nachträglich 2010 unter noch recht guten Bedingungen, man hat ja damals einen Ertrag bekommen. Diese Anlage hat 8,1 Kilowatt Peak. Innen drin konnte man leider auch nicht, denn das ist alles Holzständerbauweise. Man könnte jetzt im Prinzip das nur alles zumachen. Also wenn ich mal das die ganzen Decken könnte man nur machen mit Dämmstoff oder mit Platten. Aber eigentlich sollte das genau nicht so funktionieren. Also habe ich irgendwie gesagt, nee, ich mache diese Dämmungsgeschichte, lasse ich so wie sie ist und versuche das technisch anders zu lösen. Im Keller habe ich mir letztes Jahr im Herbst von jeder DC so ein Stromhauskraftwerk einbauen lassen. Das ist eigentlich so der zentrale Punkt der Energieversorgung des Hauses. Das ist im Prinzip ein Kasten, wie man sieht, etwa so groß wie so ein 1 Meter, so groß wie ein Anschlusskasten, wo drin ein Wechselrichter angebaut ist, die Photovoltaikanlage, eine Steuerung fürs Haus und einen Lithium-Ionen-Speicher.
Wie sieht das mal offen aus, ohne die Platten mit den Speichermodulen? Durch die passen jeweils drei in beide Reihen hinein. So sehen die Dinger aus. Das sind so Kästen, die von Panasonic direkt geliefert werden, wo auch das Betriebssystem direkt von Panasonic kommt. Die sind das dieselben Zellen, so heißt es zumindest in Hersteller, die auch in Tesla Model S gebaut sind. Und die haben schon eine gewisse Erfahrungswert, dass die auch wirklich dauerhaft sind, dass die auch wirklich stabil sind, auch Brandgefahr, diese ganzen Themen sind da wirklich explizit gut gelöst. Also das hat diese Firma, die nicht selber zusammengelöst, diese Module, sondern die werden direkt geliefert und nur angeschlossen. Das ist natürlich ein Vorteil, weil auch jetzt gerade, was die Brandgefahr von Akkuzellen angeht, für den Hauskeller, für den Hausbedarf auch schon ein paar schlechte Beispiele mal aufgetreten sind. Aber gut, also da scheint die Sicherheit wirklich groß geschrieben zu sein. Dann haben wir im Keller zusätzlich, was auch erst im März gekommen ist dieses Jahres, ein Blockheizkraftwerk, ein Mini-Blockheizkraftwerk eingebaut, das ist dieser Kasten genannt. So ein kleiner Stirling-Motor von Fiesmann ist da eingebaut. Das kombiniert mit der Solarthermie ist zwar nicht sehr perfekt, weil die Blockheizkraftwerke eigentlich darauf ausgelegt sind, dass die eigentlich immer laufen sollen. Aber ich erzähle gleich zum Schluss, warum das trotzdem funktioniert. Hier haben wir noch einen Wärmespeicher, das ist ein großer 57 Liter Wärmespeicher für Heizung und Trinkwasser. Hier haben wir das Stirling-Motor, das ist so ein kleiner Kasten im Prinzip. Fiesmann. Also der Vitotrim ist das. Das ist im Prinzip ein mittlerweile doch bewährtes Gerät, was relativ wenig Energie produziert. 1 kW, also Strom, und 5,5 kW Wärmeenergie. Und das Ganze passt für unsere Hausgröße eigentlich ganz gut. Und für die Reserve hat er auch eine Zusatzspitzenlast drin dabei, dass man noch wirklich in einem harten Winter dann auch nicht im Kalten steht. Gut, die Autos, ja. Angefangen hatte ich mit dem Hera 2012, da haben wir auch das Event damals gemacht. Das war nicht das erste alltagstaugliche Elektroauto zu der Zeit, was man haben konnte, was eben auch hohe Reichweiten hat. Später kam dann, ja, schon ziemlich bahnbrechend hinzu, dass der Tesla, gut, ich meine, jeder, der jetzt mit Elektromobilität sich beschäftigt, weiß mittlerweile, dass da eben ein Quantensprung entstanden ist. Weg von der innerstädtischen Kleinmobilität mit viel Schwierigkeiten, hin, dass man mittlerweile auch elektrisch auf Fernstrecken fahren kann. Ich musste irgendwie dieses Auto haben, als ich sah, dass es das gab. Und ich habe es mir auch früh vorgestellt, das musste irgendwie unbedingt sein, weil ich dann einfach sagte, das ist ja sowas, so eine bahnbrechende Neuigkeit, das geht nicht alles. Da war meine Frau auch nicht so begeistert, weil wir natürlich gerade erst ein neues Auto gehabt hatten, am Hera. Das war so ein bisschen ein Kritikpunkt. Jetzt hat sie sich mittlerweile gewünscht, ich finde das Auto ganz schön, aber muss ich sagen, das ist ja natürlich total spaßig. Diese Autos sind leider noch sehr teuer, aber muss ich sagen, wir zeigen zumindest schon mal in Zukunft ja, was ist möglich. Nicht? Kann ich Komfort, ohne Komfortverlust, ohne dass ich es überhaupt spüre, elektrisch mobil sein, ohne dass ich in der selbstgebauten Seitenkiste unterwegs bin, innerhalb der Stadtgrenzen. Okay. Gut, Ladestation ist jetzt noch alles provisorisch. Ich habe hier im Prinzip so eine kleine Wallbox, die habe ich darüber hingestellt, die ich auch mal zum Not mal mitnehmen kann in der Garage. Zusätzlich die Originalladestation von dem Ampera, das ist im Prinzip so ein Ladekabel. Da fehlt mir noch ein Modul. Ich hoffe, dass in den nächsten Wochen das eigentlich eingebaut wird, und zwar so ein Ding, was zum Hauskraftwerk passt. Das ist dann auch genau das, wo wir gerade das Thema gehört haben, eine intelligente Wallbox. Und die angeschlossen an dieses Hauskraftwerk soll eben genau das machen, was wir gerade gehört haben. Die Photovoltaikanlage produziert Strom in einer gewissen Höhe und genau passend soll dann da das Auto geladen werden. Und zwar moduliert, hoch und runter, je nachdem, wie gerade der Strom angeboten wird. In diesem Fall ist das dann gepuffert durch den Hausakku. Das ist sicherlich eine interessante Geschichte, weil die Elektroautos mögen es eigentlich nicht ganz so gerne, dass die im Minutentakt hoch und runter gefahren werden. Den Zoe-Fahrer kann man da auch fragen, wenn man jetzt ständig an- und ausdreht, der startet ja sozusagen immer kein Neuer. Das heißt, das sollte eine gewisse Zähigkeit auch haben. Deswegen ist so eine Zwischenpufferung in so einem Hauskraftwerk gar nicht mal so eine schlechte Idee. Weil diese Traktionsakkus, die hier dran gebaut sind, die sind direkt am DC-Schranker angeschlossen. DC-Schranker ist ja Gleichstrom. Die gehen also nicht durch den Wechselrichter, die Energie, sondern es geht direkt von der Photovoltaikanlage direkt in den Speicher und erst dann. Dahinter gestaltet ist der Wechselrichter. Das ist das Spezielle bei diesem Gerät. Jetzt ist es kompliziert. Jetzt sieht man das gesamte Photovoltaik-Schema hier mal aufgelistet. Ja, immer oben einmal anfangen. Kann man das erkennen oder ist das alles viel zu klein? Ich weiß nicht. Also oben ist die primäre Energiequelle, die Sonne, die natürlich erstmal primär die Photovoltaikanlage bedient und die Solarthermieanlage bedient.
Einmal hier also die Wärme und hier der Stromschild. In der Mitte ist hier oben noch ein Symbol 100% Biogas. Es gibt einen Anbieter, wo man Biogas, Pinos Biogas, für das Blockheizkraftwerk nutzen kann. Und zwar das Naturstrom.de. Das ist ein teurer Spaß. Da kostet jede Kilowattstunde anstatt 6, 7 Cent, 11 Cent. Ich habe das jetzt mal gemacht. Ich habe gesagt, mir ist es egal, ich möchte das gerne komplett CO2-frei haben. Sonst hätte ich immer das Problem, dass ich immer noch kein Erdgas brauche für ein Blockheizkraftwerk. Das Blockheizkraftwerk ist leider nicht ganz wegzudiskutieren, denn ich habe die Winterlücke, die sieht man auch da genau auf den Schaubildern ganz gut, wo ich nie noch Wärme zusammenkriege und geschweige denn noch Strom. Also selbst mit Wärmepumpen ist das bei so einem Haus von 1994, was ja kein Passivhaus ist, relativ tricky. Also haben wir einen Kompromiss gemacht, okay, Blockheizkraftwerk, um die Winterlücke zu schließen, habe ich da halt eingebaut. Und das Schöne ist, dass dieses Hauskraftwerk auch den Strom des BHKWs komplett in den Speicher leiten kann. Das ist wohl eine Besonderheit, dass die anderen Stromspeicher nicht sehen können. Der dreiphasige Wechselrichter, der da eingebaut ist, kann sozusagen in die Gegenrichtung auch den Strom in den DC-Speicher laden. Also ist das sozusagen so ein bunter Strom, den der Hersteller das, also ein Hybridkraftwerk. Er kann also BHKW-Strom laden, er kann für ein Inselsystem auch ein Dieselaggregat mit in den Speicher laden. Und das Ganze zusammengerechnet ist natürlich dann schon ein Garant für eine Autarkie. Die Wärme, der Wärmeschenkel ist hier zu sehen, da geht es ja in den großen Wärmespeicher hinein. Das heißt groß, das ist der größte, den wir in den Keller hineinbauen konnten. 57 Liter ist jetzt nicht vergleichbar mit den großen 30.000 Liter Speichern, die man über die, gibt es auch, die im Garten verbuddelt werden, die zentral im Haus eingebaut werden, die auch die ganze Saison speichern können. Das ist hier nicht möglich, wir können hier nur einige Tage Wärme speichern. Das war eben der Kompromiss, das Haus nicht umzubauen. Okay. Ein paar Tricks haben wir noch auf Lager gehabt, weil wir haben logischerweise die Spülmaschine als Warmwasser angeschlossen und auch die Waschmaschine. Das gibt mittlerweile übrigens auch. Es gibt eine Waschmaschine mit kaltem und Warmwasserzulauf, um so ein bisschen die Solarthermie, die im Winter, die im Sommer natürlich immer viel zu viel Energie produziert, durchaus auch so ein bisschen abzupuffern. Und das klappt auch mittlerweile ganz gut. Gut, und der größte Stromsenken ist natürlich dadurch die Autos. Wenn wir mal schauen, 85 Kilowattstunden Speicherkapazität hat das Model S. Und 60 Kilowattstunden Ampere. Das ist natürlich schon ordentlich. Wenn man mal schaut, so eine Photovoltaikanlage der Größe kann bis zu 55 Kilowattstunden am Tag produzieren, also richtig guten Sommertag. Die kriege ich ja nicht weg. Und das hinzubekommen, also an so einem Sommertag die wegzuspeichern oder wegzuverbrauchen, das ist natürlich das, was wir uns alle wünschen. Idealerweise ein gigantischer Speicher im Keller zum Beispiel oder ähnliches. Da kann man durchaus mit den Autos schon einiges erreichen. Okay, schauen wir mal weiter. Jetzt ist hier mal so ein Schaubild, wie das aussehen könnte. Was war das anders? So, ich mache das mal in die Live-Schaltung. Also, das ist jetzt sozusagen genau die Internetseite, die ich so von jedem Smartphone oder mit jedem Computer von auswärts schauen kann, ist das sozusagen die Online-Seite meiner Anlage, die ich sozusagen zentral gesteuert sehe. Aktuell sieht man, hier ist der Speicher in der Mitte. Photovoltaik ist im Prinzip quasi logischerweise null, das ist dunkel. Letztbezug oder Letzteinspeisung ist auch bei null. Weil wir sind momentan bei der Batterie, beim Batteriestatus von 38%. Das reicht geschweige bis morgen früh, weil wir momentan zwar noch 1000 Watt verbrauchen. Ich gehe mal von außen, meine Frau hat, die ist jetzt zu Hause, vielleicht noch den Fernseher laufen oder vielleicht auch die Kaffeemaschine noch oder der Herd ist wahrscheinlich nicht, das wäre mehr. Aber dann kann man hier live verfolgen, wie im Prinzip die Energieströme immer wieder zentral im Haus bleiben und nicht das letzte Lasten. Hier sieht man hier, das schwankt so ein bisschen. Und das Entscheidende ist im Prinzip, durch die Kombination dieser verschiedenen Techniken kriegt man einen extrem hohen Autarkiegrad und extrem hohe Eigenverbrauchswerte. Wenn ich mal heute den Tag zusammenfassen darf, sieht man das jetzt hier. So. Das Schaubild kann ich mal eben erklären. Ich blende mal so ein paar Sachen aus, aber ich muss mal in der Brille einsetzen. Also, dieses Grüne hier ist der Ladezustand der Hausbatterie. Man sieht, die State of Charge ist hier auf rechts aufgelistet. Also 100% ist vollgeladen, 0% ist leer, komplett.
Man sieht hier verschiedene Grafiken. Ich gehe mal, mache mal so ein paar raus, damit man das ein bisschen besser erkennen kann, warum es hier überhaupt geht. Was ich hier sehe, ist der Hausverbrauch, der so auf verschiedenen Niveaus hoch und runter gegangen ist über den Tag. Dann sehe ich die Summe der Produktion, in diesem Fall diese Kurve hier. Und dann sieht man schön, wenn man das miteinander kombiniert, wie gut das sozusagen übereinander zu bringen ist, mit ein bisschen Puffer hier oben. Das heißt, je nachdem, wenn ich gerade ein bisschen zu viel produziere, geht es in die Batterie. Wenn ich gerade zu wenig produziere, kommt es aus der Batterie. Und das muss man sagen, kann man mit diesem System eigentlich ganz schön lösen. Und wenn man sich das hier umschaut, ist es natürlich auch spannend. Eigenstromanteil war heute 99%. Die vollen 30 Kilowattstunden, die wir heute produziert haben, die unter Tag. Und Autarkiegrad, das heißt, habe ich noch zusätzlich Strom gebraucht? Nein, 99%. Dieses letzte 1%, das kriege ich weg. Das hat durch Fußschaltvorgänge ist das immer wieder verursacht. Also man kriegt nie bei solchen Geräten einen 100%-Wert hin. Das müsste dann ansonsten ein Inselsystem sein. Ist dieses Gerät zwar auch vorbereitet, aber im Großen und Ganzen soll das jetzt noch nicht umgesetzt werden, weil es macht eigentlich keinen Sinn, wenn man zu Hause in Dürren ist am Netz hängt, das Kabel durchzuschneiden. Ich meine, das könnte man theoretisch fast schon, aber man muss nicht so sagen, man muss einfach nur diese hohen Werte haben. Trau dich. Trau dich. Ich gehe mal so ein paar Tage zurück. Jetzt sieht man mal so ein bisschen, wie das denn etwa aussehen könnte. Man sieht, jeden Tag hat man so verschiedene. Hier hat man gestern noch einen schönen sonnigen Tag, passt wieder wunderbar. Dann hat man nochmal einen Tag, wo es hier auf Null, nicht? Also wo sozusagen der Speicher auch mal auf Leer stand. Genauso hier, wo eigentlich kaum Produktion gab. Und hier ist es ganz spannend, hier kann man jetzt das Blockheizkraftwerk umwenden. Das ist dieses hier, wie man dann die Sachen sich mal raus, damit man es besser sehen kann. So, dann sieht man das mal. Diese Peaks, also das Hauskraftwerk, was immer wieder anspringt und dann die Batterie am Leben erhält. Jetzt ist es auch so, mir fehlt noch eine Schaltung, damit der automatisch das Blockheizkraftwerk anschmeißt, sobald die Batterie leer läuft. Das fehlt eigentlich. Dann hätte man sozusagen ein autarkes System, was ich immer selber in Gang bringe. Und da ist es so, dass man natürlich nur bedingt das autark hat, weil irgendwann ist der Wärmespeicher auch voll. Das heißt, dann springt das nicht mehr. Aber man kann es bedingt stromgeführt sogar fahren, so ein kleines Blockheizkraftwerk mit so einer Anlage. Das finde ich eigentlich ganz elegant. Gut, jetzt gucken wir mal zusammen den ganzen Monat an, wie der ausgesehen hat. Wenn man sich das mal anschaut, ist natürlich für den Sommermonat immer noch relativ leicht. Leicht ist aber nicht, den Eigenstromanteil so hoch zu halten. Wenn ich das hier heute in diesem Monat bei 85%, glaube ich, 85, genau. Wenn man sonst hohe Autarkie gerade sieht, hat man häufig das Problem, okay, man hat eine riesige UV-Anlage, man hat keinen Fremdstrom zugekauft, aber hat tonnenweise Strom eingeschweißt, weil das ist logischerweise der große Anlagengeschuld. Die Anlage von 8,1 kWp ist ja eigentlich gar nicht so besonders groß. Aber wenn man das jetzt mal so ein paar Monate zuschaut, im letzten Monat, da haben wir hier, da konnte ich nicht zu viel produziert, da kam ich einfach nicht über diese 80, also über die 90%, aber immerhin 80% Eigenstrom ist da schon ordentlich. Lieber ein bisschen weiter. Gas, kannst du mir sagen, wie viel Strom nach dem Jahr? Ja. Also wir können verrechnen, Strombedarf fürs Haus 3000 Kilowattstunden für den privaten Verbrauch sozusagen. Für die Autos, da kommt es natürlich auf die Fahrstrecke an. Da rechne ich ungefähr mit zusätzlichen 6.000 bis 8.000 Kilowattstunden. Also, wir haben ungefähr 10.000 bis 11.000 Kilowattstunden Strombedarf. Ja, ich habe das auch hier, ich muss mal gucken, ob ich das auf dem Schema vielleicht mal genau darstellen kann. Jetzt habe ich die Leiter so noch wieder gestartet. Den Verbrauch habe ich hier auch dargestellt. Also ich habe einfach mal so grob geschätzt, weil das Auto ist jetzt noch so neu. Also meine Frau hat jetzt den Job gewechselt, also das hat sie auch ein bisschen variiert. Ich habe ungefähr auf 8.000 Kilowattstunden geschätzt pro Jahr, die wir noch zusätzlich gebrauchen. Das würde ungefähr 40.000 elektrische Autokilometer entsprechen. Das ist natürlich schon ordentlich, wenn man bedenkt, dass man die Fernreisen ja durchaus eine Ladestation noch bedienen muss. Das gehört dann dazu. Aber wenn man jetzt nur von der Photovoltaikanlage und aus dem Blockheizkraftwerk bedienen kann, dann passt das insgesamt vom Stromverbrauch schon. Man kann also durchaus das hinbekommen. Und wenn ich jetzt mal den Jahresvergleich hier mache, dann kann ich das auch sehen. Da sehe ich, das Haus, der Hausverbrauch, das ist inklusive der Autos logischerweise, liegt jetzt schon bei ungefähr knapp 7.000. Die Solarproduktion liegt auch bei knapp 7.000. Die externe Produktion, das ist jetzt noch kreislich, ist noch relativ gering. Das liegt daran, weil ich das erst im März bekommen habe.
Das wäre natürlich schön gewesen, wenn man es schon seit Januar das eingebaut hätte, dann hätte man jetzt hier mit dem hohen Peak von vielleicht 600 Kilowattstunden im Monat, Januar, Februar, dann hätte man dort den Autarkiegrad etwas besser als, was ich hier sehe, 74%, besser als nichts, aber man möchte ja die 90 Stunden haben und hier auch, wenn du einen Verbrauch. Gut zu tun. Also, ich muss natürlich sagen, man muss so ein bisschen, was ich mit dem Vorfreund sagte, man muss eine Sache beachten. Wenn ich viel Strom produziere, dann muss ich das Auto auch irgendwo in der Nähe haben. Achso, das ist ja nicht interessant. Ich mache es bisher immer so, bei so einem schönen sonnigen Tag fahre ich im Platz zur Arbeit und das Auto natürlich muss deswegen stehen, weil ich ja mit dem Strom der Photovoltaikanlage direkt ins Auto laden möchte. Und das kann man zwar theoretisch auch mit einem Zwischenspeicher machen, dass man tagsüber fährt und abends lädt, aber da müsste der Zwischenspeicher so groß sein, dass man die ganze Tagesladung Photovoltaik verträgt. Also was wäre das? 60 Kilowattstunden. Machbar technisch ist das schon, aber dann wird es so teuer, dass man wirklich sagt, okay, irgendwo muss es im Rahmen bleiben. Und ich kann ja mal die Preise auch mal von diesen ganzen mal darstellen. Wir sind bei hier. Okay, das ist genau. Ich schaue wieder. Achso, hier sieht man übrigens auch, dass diese Anlage so schlau ist, die hat auch eine Vorhersage für den Tag, immer um auch den PV-Ertrag zu berechnen. Und das macht er mit seiner Planung nicht hinein. Also das ist schon eine schöne Angelegenheit, die sie da in so einem Hauskraftwerk haben. Und alles zusammenhängt, das ist am 6.9. Und hier war die Vorhersage, wie viel PV-Ertrag würde ich heute ernten. Und das war dann der Tag, wie er dann wirklich war. Und man sieht schon, hier ist diese Photovoltaikkurve und ich zurückgehe, ist gar nicht so eine schlechte Prognose. Also man kann durchaus sogar vorausschauen planen mit so einer Anlage, die automatisiert das macht. Okay, den darfst du aber heute schon sehen. Da sind die Kosten. Das ist natürlich richtig happig. Vor allem die Photovoltaikanlage war eigentlich damals das teuerste, mit 30.000 Euro damals, 2010. Man muss aber sagen, dass das sich lohnt, denn wir haben hier einen Ertrag eine Vergütung von 36 Cent noch plus Eigenverbrauchsvergütung zusätzlich 16 Cent. Wenn ich das natürlich so verbinde mit dieser Anlage, dann komme ich auf 90% Eigenverbrauch. Das ist natürlich höchst interessant, weil bei allen Diskussionen ist ja eine Eigenverbrauchsförderung immer schon in der Förderung drin gewesen. Kann man natürlich hinbekommen. Was man schwer hinbekommt, als wenn man sagt, es muss sich rechnen oder nicht, ist der Hauptpunkt, der schon allein 20.000 Euro kostet und natürlich auch das Blockheizkraftwerk, was nicht hohe Laufzeiten erreichen kann. Das ist eigentlich der Clou beim Blockheizkraftwerk. Am besten muss das Ganze ja durchlaufen. Da ich aber zum Markt und Kraftwerk ja mit kombiniere, soll das im Sommer eben gar nicht funktionieren. Jetzt sage ich es mir einfach so, wenn ich CO2-neutral arbeiten will, gut, und ich habe eine Naturstunde mit 100% Biogas an den 4,5 Cent Kilowattstunde, dann sage ich, okay, dann lieber nicht laufen lassen. Ist natürlich ein toller Spaß trotzdem gewesen, aber für das Projekt wollte ich das unbedingt haben. Ja. Ich würde Ihnen jetzt über Nacht und sowas vielleicht morgen oder nächstes Jahr zu machen. Das ist natürlich eben, du schreibst ja eigentlich im Jahresplan. Wenn das gleiche Projekt morgen neu machen würde, wäre es an einigen Stellen völlig anders. Wenn ich so euch weiterkarte, nach KW kostet 10.000 Euro, 30.000 Euro, so sehr hat sich das verändert. 30 auf 10 und den Hausakku, größer und PKW? 60 Kilowattstunden. Nutzphase 14,8. 15 KW für Netto, ja. Wird man nächstes Jahr wahrscheinlich für 10 kriegen. Ich glaube 12. BAKW wird sich nicht so viel ändern bis dahin. Aber die rechten KW sind ja schon anders. Also, man sieht jetzt schon, weil ich die Voranlage ich kann es anders aus. Aber das sieht dann auch nicht in den Einfall. Genau. Wie viele Ladezyklen hat der Akku? Also, dieser Akku hat 3000 Ladezyklen nach einer Herstellung. 3000? Ja, also ich kann jetzt natürlich nur hoffen, dass es passt. Ne? Ich meine, ich bin jetzt mit dieser Firma Interbiz, da kenne ich den Chef mittlerweile persönlich, weil das ist alles so neu und so interessant ist, die natürlich das als Musterhaus nehmen und das auch für einen günstigen Preis machen. Ich weiß nicht, der Ladenpreis wäre normalerweise nur noch 3.000 Euro mehr. Punkt. Ich will jetzt nicht wahrscheinlich, ich habe die volle Steuerungsform. Das Entscheidende ist bei diesen Lithium-Ionen-Zellen, dass die grundsätzlich erstmal deutlich länger halten als die klassischen Bleibatterien. Die gehen relativ schnell kaputt.
und hatten auch viele andere Nachteile. Die Lithium-Ionen-Batterien, da kennt sich der Elektrofahrer jetzt mittlerweile auch ganz gut aus, die können dann lange halten, wenn man sie vernünftig, vernünftig behandelt, sage ich mal so. Und dafür muss man natürlich jetzt gucken, wo steht das Gerät? Das darf zum Beispiel wirklich nicht auf dem Dachboden stehen, wo die Sonne draufscheint oder in der Garage muss oder sowas. Heißt, besonders günstig wäre zum Beispiel der Keller, der idealerweise immer um die 27 Grad hätte. Auch wenn man kälter, aber dass er nicht im Frost steht, aber auch nicht zu heiß steht. Das ist bei mir der Fall. Und am liebsten wäre das, wenn der irgendwie immer schön im mittleren Ladebereich liegt. Auf dem Schaubild haben wir gerade gesehen, das geht eigentlich ganz gut. Gerade wenn man zwei Energiequellen hat. Blockheizkraftwerk hält den Ladestand immer ganz gut und die Photovoltaikanlage, wenn man das Elektroauto nutzt, sorgt dafür, dass er nicht immer im Maximum steht. Also das sorgt dafür, dass die Akkus dann nicht sehr lange halten. Keiner weiß es 100%. Letztendlich beim Zoe, beim Tesla, wir können alle hoffen, dass die wirklich zu lange halten. Es zeigen sich jetzt wohl so langsam die ersten Erkenntnisse von den ersten Vorserienmodellen des Roadsters zum Beispiel, dass die doch trotz hoher Kilometerleistung relativ wenig verlieren an Kapazität. Also jetzt haben sie, glaube ich, nach vier Jahren, fünf Jahren so die ersten Roadster nochmal so rekapituliert. Das waren die ersten Sportwagen mit großer Batterie, die jetzt zumindest auch Langstrecken gefahren sind. Und da zeigt sich ein ganz günstiges Bild. Der Regel von 10% nach vielen Jahren Verlust ist auch nicht wenig, aber es ist schon so, dass diese Ladezyklen, also wenn ich da wirklich 3000 Kunden bekomme, die Degradation ist zwar noch da, also ein bisschen verlieren werden die, aber dass ich sozusagen in 10 Jahren immer noch hoffentlich 80% der Ladeleistung erreichen kann. Das würde für meinen Verkaufs immer noch passen. Selbst mit 50% müsste ich ein bisschen zwar gucken, kann ich zwischenspeichern, wäre das immer noch eine nicht nutzbare Energiequelle zum Austauschen. Also die Angst vor der Lithium-Ionen-Akku, vor der Alterung ist, so wie es aussieht, unbegründet. Also die halten wirklich das, was sie versprechen. Ich wollte darauf hinaus, den Speicher in der Garage zu laden, um Amazon bis Fahrzeug zu laden, ja. Weil da jetzt die Kosten des Ladezyklus mit eingerechnet werden müssen. Das wäre schon. Deshalb ist das Auto, da steht es an, wenn die Kupferanlage ja. Ist ein bisschen trickreich. Also ich bin in der glücklichen Lage, ich mache den Satz noch zu Ende, in der glücklichen Lage, dass ich auch zu Not das Auto nicht benutzen muss. Ich gucke dann immer, also ich sag mal, ich würde für mich dann immer so entscheiden, Mensch, heute ist klarer Himmel, ne? Ich kann an der Wettervorhersage sehen, wenn man entscheidet, das Auto ist halt leer, ja, dann sehe ich zu, dass dann versuche ich, weil ich habe eine riesen Reichweite, ich muss jeden Tag laden. Ich kann auch nur am Wochenende laden bei dem Auto, dann versuche ich diesen Tag zu nutzen, indem ich dann das Auto stehen lasse. Das kann natürlich nicht jeder, wenn ich 30 Kilometer zur Arbeit fahren muss, dann habe ich keine Chance. Aber ich sag mal, wenn man so ein bisschen mit auch darauf achtet, also so ein kann man auch schon so für ein paar Tage die Ladung speichern, sage ich mal einfach so. Ideal wäre natürlich, wenn ich jetzt die Ladung aus dem Auto ins Haus rücktransformieren könnte. Diese ersten Ansätze gibt es auch schon, aber leider ist bei diesen modernen Elektroautos auch selbst fast noch nicht vorgesehen an der Stelle. Aber gut, ich brauche ja hauptsächlich Strom senken, anstatt dass ich Strom wieder raushole aus dem Kühlshaus. Kapazitäten werden dann notwendig. Und so viel braucht er so einen Tag auch nicht an Strom im Haus selber. Es gibt eigentlich eine ganz einfache Lösung zu dem Problem, und zwar, wenn ich jetzt wirklich den Akku zu Hause größer bauen will, um das Auto zu laden, sollte ich das Geld lieber nehmen, mit dem Chef sprechen und gucken, wenn man das überarbeitet, im Betrieb vielleicht ein paar Paneele aufzuhängen. Meistens reicht das schon aus, um den Wagen aufs Auto zu laden und zu einem Haus zurückzukommen. Wenn der Wagen steht im Sonnenschein in der Firma oder wo man auch immer arbeitet, wenn das möglich ist. Ja, genau. Also das ist natürlich auch die persönliche Situation immer sehr. Für mich war so das Projekt natürlich jetzt hauptsächlich so, ich will erstmal alles in einer Minute auspacken und gucken, was geht. Meine Erfahrung zeigt jetzt, wir kommen da, also man kommt schon in Einbruchsraten deutlich über 80% und auch auf Autarkie-Raten von über 80%. Nicht, dass man falsch versteht, die letzten 10 oder 20%, die sind schwer. Da bräuchte man dann einen dreifachen Aufwand, um das noch wegzubekommen. Aber die kleinen teiligen Energiewände, die dann folgend, könnte man das ja auch auf ganze Straßenzüge runterbrechen oder ähnliches, ist zumindest eigentlich gar nicht so schwierig, würde ich mal sagen. Zum Auto kann ich noch kurz einige Sachen sagen, die habe ich im Vortrag auch mit erwähnt. Ja, das Modell S, wer es noch nicht kennt, ist halt eine große amerikanische Limousine mit einem riesigen Akku. Der größte Akku, den man jetzt in einem Elektroauto verbauen kann, mit 85 Kilowattstunden Kapazität.
hat eine sportliche Reichweite. Jeder, der bei Elektroautos fährt, kann wirklich sagen, damit funktioniert es wirklich ohne Probleme auch auf Fernreisen, 400 bis 450 Kilometer. Und wenn ich das mit den Superchargern jetzt kombiniere, also so sieht der aus, also mit einer Ladestation, wenn ich das mit den Schnellladesäulen kombiniere, die auch entgegen allen Befürchtungen, dass Versprechungen bei neuen heißen Luft, die wieder beinhalten, wurden die auch wirklich gebaut und sind auch im Betrieb und funktionieren auch so, wie sie funktionieren sollen. Und dann sieht man, dass jetzt aktuell, wie es jetzt aussieht, ich glaube, das ist sogar schon, sind schon wieder zwei neue eingeschaltet, ist schon wieder bearbeitet. Also wir sind mit diesem Auto bis nach Österreich in Skilock gefahren und ich hätte mir vor zwei Jahren noch nicht gedacht, dass das möglich ist, aber es funktioniert jetzt so gut, dass man wirklich sagen muss, da kann man seine ganze Familie reinpacken, man kann wirklich sagen, da ist keine Einschränkung mehr. Das kann man wirklich auf Fernreise nutzen. Bis München haben wir zwei Shops gehabt, eine Dreiviertelstunde mit einer Kaffeepause, was man auch von gerne machen würde. Berge, Kälte, völlig unproblematisch. Also das hätte man sämtlich vorher nicht so erwartet, dass es gut funktioniert. Das ist übrigens die Planung bis 2015, also nächstes Jahr. Da kann man sehen, ich meine, wer heutzutage noch bis Lissabon mit dem Auto fährt, kann das machen. Wir haben das als Schüler mal gemacht mit Uli, über drei Tage darunter. Aber man sieht, also da gibt es, da steht eigentlich, ist kein, sind alle Wünsche sozusagen erfüllt, die man in der Fahrstrecke noch irgendwie erfüllen kann. Gut, so sieht ein Supercharger aus. Man steckt das Kabel fürs Fest installiert einfach in das Auto hinein, muss keine Karten zücken, man muss kein Steckkabel rausholen, das ist alles fest verbaut. Man kriegt aufs Handy, kriegt man die Meldung, okay, jetzt kannst du weiterfahren. Also super. Soll ich sagen. Und da sieht man bis hoch in die Berge und diese ganzen Unrufe, wenn ich da jetzt mal auf den Bergpass bin und dann ne, das ist wirklich, das funktioniert so gut, dass man auch am Hotel, klar, wenn man natürlich fragt, kann ich eine Schokosteckdose irgendwo benutzen, was übrigens in Österreich wesentlich besser auch geht als bei uns, die sind völlig offen dem Thema gegenüber, dann ist das also unkritisch, dann kann man jeder seine Touren machen. Als kleinen Bonus haben wir noch draußen an dem Haus noch eine öffentliche Ladestation verbaut. Im Bürger-Drehstromnetz ist eine ganz witzige Geschichte, das ist eigentlich schon viele Jahre alt, wo dann untereinander die Leute, wenn sie also Gäste kommen, dass die auch laden können oder dass Leute, die von Fernreisen machen, dann auch sogar theoretisch bei uns an der Auffahrt mal eben tanken können. Finde ich eigentlich eine ganz lustige Sache. Opel Ampera noch als Ergänzung. Den hatte ich ja als zu Beginn, das ist auch ein Elektroauto. Hat einen Range Extender mit eingebaut, also immer noch einen Spritmotor. Den fährt jetzt momentan an. Ist ein schönes Auto, aber klar, es ist eine Zwischenstufe. Eigentlich ein Hybrid-ähnliches Gefährt. Das ist auch schon im Prinzip, wo man auch schon auf einiges mit anfangen kann. Auch mit der Ladestation. Das kann man hier sehen. Also man sieht, man kann da schon einiges mit erreichen. Und ich fand nämlich, also mir macht es mittlerweile so viel Spaß, dass ich jeden Tag immer auf dieses Schaubild gucke, guck mal, da müssen wir jetzt zusehen, dann schalte ich das Auto bisher immer manuell ein aus, die Ladeform, das ist beim Tesla möglich, beim Ampera letztlich auch, weil ich in der fernbedienbaren Steckdose da eingebaut habe zu Hause, eine Schippensteckdose jetzt nicht. Also wenn das jetzt noch automatisiert geht, dann braucht sich keiner mehr zu verstecken, zu sagen, ja, ich muss mich da immer mit kümmern, das ist eigentlich, das fehlt jetzt nicht mehr viel, es fehlen eigentlich nur noch Systeme, die alles zusammenfassen, die die Steuerung intelligent machen. Wenn ich jetzt noch idealerweise das Auto rückschmeißfähig hätte und noch einen ganzen Wohnblock damit versorgen könnte, dann bräuchte man eigentlich also vielleicht die letzten 5-10% noch Energieversorgung. Und das ist natürlich das, worum es in der Energie geht. Und das Ganze natürlich idealerweise komplett CO2-frei. Ja, ich hoffe mal, man hat so klar mitbekommen, wie ich das umgesetzt habe. Ich hoffe mal, dass man da so ein bisschen sehen kann, dass es mit einem gewissen Aufwand verbunden ist, aber dass, wenn es erstmal läuft, es einem so einen Spaß machen kann, dass es fast schon ein Hobby ist. Und da kann man wirklich sagen, sind wir in den letzten zwei Jahren mit der Technik so weit gekommen, dass das eigentlich nicht mehr möglich ist, sondern eigentlich so gut funktioniert, dass es im kleinen Familienhaus, auch in größeren Konstrukten machbar ist. Haben Sie ja, eine Frage? Haben Sie ja vom BMW 3i? BMW 3? Also im Großen und Ganzen, ich bin nur Probe gefahren, ist ein feines Elektroauto, funktioniert gut, gibt es auch mit Rennstecksender in dem Fall, ist nicht rückschmeißfähig, leider, da warten wir einfach nicht drauf, dass die Autos in der Nähe wieder freigeben, ist aber auch ein alltagstaugliches, ja, was ist das, 50-Klasse Wagen, kann man sagen, auch durchaus auf Fernstrecken machbar, es gibt den
mit dem Edge-Extender, der da eingebaut ist. Also du musst ihn nicht bestellen, das ist optionell. So, tschüss. Ich würde gerne, bevor wir zur Diskussion kommen, jetzt erstmal dem Referenten den Applaus geben, der hinzufügt.